finde es ziemlich abstoßend, mit wie viele Menschen mit Reichweite oder YouTuber und so weiter mit ihrer indoktrinierten Ideologieskeule auf andere draufhauen und sagen, nur meine Sache ist das Beste, und selbst sogar Veganer in andere Veganer kritisieren, weil sie sich etwas anders vegan ernähren. Es ist einfach nur so unfassbar peinlich und abstoßend mittlerweile. Ich finde es doch eher bemerkenswert und einem Faszinosum doch zugeschrieben, unserem Körper, wie er es schaffen kann, wenn Menschen sich wirklich damit beschäftigen, dass völlig andere Ernährungsformen gewählt werden, man trotzdem aber gut existieren kann und auch, wie gesagt, gut leistungsfähig ist. Ist das nicht was Schönes oder sonst was? Und nicht einmal, jeder hat doch irgendwie seine eigenen Gründe, warum man das vielleicht nicht gerade so macht. Man muss doch immer mit gutem Beispiel voranleben. Und das mache ich jetzt, weil ich werde zeigen, dass diese Richter eben, ja, gerade weil die vegane, rohvegane Ernährung am meisten von allen Seiten abbekommt, ja, dass diese Richter sicherlich diese Werte von meinen Blutwerten nicht erreichen werden. So, also, als allererstes für mich doch das wichtig, einfach leben zu lassen und dass Menschen ihre Gründe schon haben und mit gutem Beispiel voran. Wer auch der Meinung ist, dass das das Beste ist, was man machen kann, mit gutem Beispiel voran, dann gibt dem Video doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben einmal, damit wir gleich schwingen. Das wäre sehr, sehr schön. Also für mich gibt es drei Parameter, wo ich sagen kann, ob ein Mensch gesund ist oder nicht. Ich finde es immer sehr, sehr schwierig, denn Blutwerte, naja, sind immer Blutwerte. Wird nicht beschrieben, was in den Zellen wirklich vorgeht. Ja, aber es gibt so Tendenzen. Ja, irgendwann sind diese Blutwerte auf Menschen der westlichen Welt normalerweise angelegt. Darunter falle ich halt überhaupt nicht. Also von daher treffen diese nicht auf mich zu, aber es gibt so ein paar Parameter, die vielleicht nicht so krass schwanken wie der Blutzuckerwert oder der Kreatininwert, der Nierenwert und so weiter, je nachdem, wie viel man getrunken hat und solche Sachen. Aber es gibt drei Sachen, die etwas konstanter sind, meiner Meinung nach. Und das ist einmal die Blutfettwerte. Die schauen wir uns als allererstes an. Ja? Widmen wir uns einmal den Cholesterinwerten. Es wird immer noch sehr, sehr viel Pseudowissenschaft betrieben, weil nicht immer der Total-Cholesterinwert, der Overall, ja, damit korreliert mit deiner kardiovaskulären Risiko. Also eigentlich fast überhaupt gar nicht, ja. Deshalb, viele Menschen, die einer anderen Ernährungsform folgen, zum Beispiel der Ketogenen, haben etwas höhere Werte, aber das ist nicht immer gleich fatal, wenn sie natürlich nicht exponentiell extrem hoch sind, ja. Das zeige ich euch jetzt einfach mal hier ganz, ganz klar, dass da einfach viel Schund betrieben wird, ja. Also, die Odd-Ratio, ja, ist das Chancenverhältnis. Also wenn es 1 ist, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Cholesterin hoch oder niedrig, okay? Wenn es dann dementsprechend höher als 1 ist, gibt es eine Korrelation. Je mehr Cholesterin, dann halt desto schlechter, desto höheres kardiovaskuläres Risiko, ja? Oder halt andersrum, unter 1, das heißt dann eben, je mehr Cholesterin, desto besser für dich, ja? So, das sagt das aus, das sehen wir hier auch nochmal abgebildet, schön bei Wikipedia beschrieben. Dazu gibt es unzählige Studien, ja, wirklich. Und zwar ganz einfach, hier zum Beispiel einmal zu sehen, ja, in der Studie, dass alle Werte, die beschrieben worden sind, ja, in dieser Studie, verschiedene Sachen, ja, HDL, LDL und gerade die Triglycerid-HDL-Verhältnis, ja, wurde ebenfalls beschrieben, und der Total Cholesterin. Und hier sehen wir ganz, ganz klar, dass der Total Cholesterin mit 1,08 sehr nah an der 1,0 liegt und die 1,0, wie wir gerade gesehen haben, dann sagt, dass es keine Aussage hat. Ja, das heißt, damit am allerwenigsten Aussagekraft hat. Und wir sehen hier, dass der Triglycerid-HDL-Wert, ja, mit kardiovaskulärem Risiko über 300% mit 3,31 so aussagekräftig ist wie das Total Cholesterin. Also ich bitte euch, das ist momentan der Stand quasi der Wissenschaft, der wirklich zeigt, dass das anscheinend das Allerwichtigste ist, das HDL-Triglycerid Verhältnis. Ja. Das wurde hier bis ersten bis zum vierten Quartil getestet, von 0 bis 100%, bei 374 Probanden. Ja. Das kann ich auch noch weiterführen. Ja. Ebenfalls hier, nächste Studie, ja, Chancenverhältnis, ja, sehen wir hier wieder, Total Cholesterin lag bei 1,004. Das heißt, sehr nah wieder 1,0 wieder. Ja. Das heißt wieder, egal ob viel oder wenig, kein Einfluss. Ja. Des Weiteren hier auch 1,165 für den HDL-Triglycerid. Verhältnis, ja, anscheinend viel, viel entscheidender, ja, und auch 1,014. Hingegen sind natürlich Sachen wie Diabetes mit 7,7, Bluthochdruck 3,7 und Rauchen 5,7 am allerhöchsten angesiedelt in der Odd-Ratio, ja, das heißt, diese Werte sind am allerhöchsten, das heißt, da natürlich das höchste Risiko, ja. Und auch hier in der Metastudie wieder eine, ja, da gibt es verschiedene Nationen, tausende Menschen von verschiedenen Nationen wurden zusammengefasst, ja, europaweit. Schlaganfallrisiko, ja, und da steht auch hier schwarz auf weiß wieder drunter, ja, sehen wir hier dann einmal abgebildet, ja. Die Odd-Ratio lag beim Total Cholesterin wieder fast auf der Linie, alles bei 1,0 und steht auch wirklich drunter, keine Aussage über Schlaganfallrisiko nach Cholesterinwerten, ja, nach Total Cholesterinwert. Hingegen
HDL deutlich aussagekräftiger hier in der Studie. Ja? Ich hoffe, das habe ich damit alle so damit totgetreten, ja. Und dass das dieses, ja, dieses, wie soll man sagen, dieses Pseudo quasi aus der Welt geschafft, ja, dass es anscheinend immer auf das Verhältnis ankommt, ja. Denn unser Körper ist keine Wirkung ohne Nebenwirkung, ja, ist antagonistisch, ja. Magnesium, Calcium, ja, Natrium, Kalium, ihr wisst alles, es muss als Ganzes betrachtet werden, ja. Also bitte, lasst euch da nicht verunsichern, ja. So, anscheinend ist auch noch sehr, sehr wichtig, nicht die einzelnen Werte zu betrachten, das heißt den HDL oder den LDL, sondern immer die Ratio auch. Hier sehen wir auch hiermals in der Studie, sehen wir, dass die Aussagekraft nicht einzeln betrachtet werden kann auf den HDL oder den LDL, sondern er immer im Verhältnis gesehen werden musste. Beide Werte, LDL, HDL, Ratio konnte halt nur Ausschlag geben über das kardiovaskuläre Risiko hier in der Studie. Also schauen wir uns meine Werte einmal an und da sehen wir, ich habe schon 6 Minuten geredet, alles klar, Patrick, wie kannst du das über... Also und meine Werte LDL 100, der HDL ist 662, ja. Schauen wir uns die Empfehlungen einmal an. Er darf nicht höher, der Quotient, als 3,5 liegen. Er sollte unter 3 liegen. Meiner liegt bei 1,61. Das heißt fast doppelt so niedrig wie die Grenze, an der er drunter liegen sollte. Ich habe meiner Meinung nach diesen Wert noch nie bei keinem anderen Menschen gesehen. So niedrig. Wahrscheinlich müsste ich überhaupt gar keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Nur was sehr viel entscheidender ist, wie wir gerade gelernt haben, das Triglycerid-HDL-Verhältnis ist anscheinend das Allerentscheidendste. Mein Triglyceridwert ist 74. Ja? Auf laborstein.de kann man diese Werte eingeben, da ist es aber andersrum gedreht. Normalerweise wird es halt so umgedreht, HDL-Triglycerid, hier ist es aber so umgedreht, ist egal. Hier gibt es Werte, ja, 0,11 ist wirklich optimal. Alles, was da drüber liegt, 0,2, mittleres Risiko, 0,23 oder sowas, ein erhöhtes Risiko. Mein Wert liegt bei minus 0,48. Das heißt fast 6 Zehnerpotenzen nochmal unter dem Wert, was normal. Anscheinend, da steht dann, na klar, niedriges Risiko. Wahrscheinlich müsste da aber stehen Superman oder unsterblich oder sowas, ja. Superman, oh! Diese Werte sind bisher meiner Meinung nach noch niemals erreicht worden. Ich habe einen Freund, der ist Arzt, und ich habe ihn gefragt, er meinte, hatten wir noch niemals bei uns in der Praxis. Alles klar. Den Wert kann man noch umdrehen, wenn man jetzt den Bruch einmal dreht, dann haben wir 0,75. Bitte, Kritiker, Richter, matche einmal diesen Wert. Alles klar, herzlichen Glückwunsch, das wirst du sicherlich nicht hinbekommen. Ich mache jetzt aber nicht sagen, oh hier, wie geil ich bin, ich möchte einfach nur zeigen, meine Ernährung geht doch auch. Siehst du, was ich meine? Also bleib doch cool, okay? Bleib cool, geht auch, ja? Und sogar ziemlich gut. Also, so. Was mache ich jetzt? Also ganz klar, ich mache ganz klar Sport, ja. Kraftsport, Ausdauersport, ja. Für mich Punkt Nummer 1 wichtig. Punkt Nummer 2 Ernährung, ja. Ich esse jeden Tag 600 Gramm Grünzeug. Ich werde euch bald mal zeigen, was ich so esse und wie viel ich vor allen Dingen Geld ausgebe für mein Essen, ja. Das ist ebenfalls die Sache, die ich täglich mache, ja. 600 Gramm Grünzeug und fast jeden Tag Sport halt, ja. 5-6 Mal die Woche. Des Weiteren habe ich mir gefragt, was mache ich sonst noch so? Woher kommen diese Werte? Und natürlich, ich supplementiere auch, ja. Und das muss natürlich auch irgendwie damit zugrunde schlagen, OPC und Astaxanthin, ja, und tatsächlich habe ich mir Studien dazu rausgeschickt und auch da gibt es natürlich auf das HDL und Triglycerid-Ratio, die wichtigste Faktor, ja, dementsprechend für kardiovaskuläre Probleme und Herzsterblichkeit und so weiter. Und auch da gibt es eine Studie, Placebo wurde gegeben, ja, dann haben die Probanden eine Ernährung bekommen, die anscheinend nicht so optimal war für sie, ja, dort ist der Wert des Triglycerid HDL-Ratio von 4,1 auf 4,6 in der Placebo-Gruppe gestiegen, beim OPC aber 0,3 gesunken. Das heißt, wir haben eine Differenz von 0,9 von Placebo zur OPC-Gruppe. Das ist unfassbar, nur durch ein Supplement. Dabei wurde nicht mal Liposomales gegeben. Ja, ich habe bereits 10-mal bewiesen, dass ein Liposomale bis zu 17 Tagen in deinen Zellen bleibt, sehen wir hier auch in der Studie, ja. Auch hier in der Studie schön zu sehen, nach 24 Monaten waren die Arterien nach Plaques vom am allerfreisten. Das heißt, wir haben eine Langzeitwirkung natürlich auch von diesem OPC. Ja? Das ist nicht irgendwas Blödes oder sonst was, das ist wirklich messbar. Ja? Und meiner Meinung nach die liposomale Formulierung deutlich überlegen, weil OPC sehr, sehr schlecht wasserlöslich einfach ist. Ja? Gut, des Weiteren noch Astaxanthin, dazu gibt es ebenfalls Untersuchungen, sehen wir zum Beispiel hier in Tierstudien, ja, sehen wir es auch, dass das Triglycerid nach unten gegangen ist, das HDL nach oben, damit die Ratio verbessert worden ist. Jetzt sagen viele Säugetiere nicht aussagekräftig, kein Problem, ich habe eine Menschenstudie, auch ebenfalls Triglyceride, 151, ja, nach 18 Milligramm täglich dann Astaxanthin, 121, das musst du dir mal reinziehen, in der Kontrollgruppe stattdessen nur 145 auf 140.
Auch der HDL ist von 51 auf 55 gestiegen. Damit einmal umgerechnet, vorher hast du ein Ratio, das heißt ein Verhältnis von 2,96 gehabt, ja? Später von 2,03, fast um einen ganzen Faktor nur durch ein Supplement, das Astaxanthin, dementsprechend gesenkt. Das musst du dir einfach mal vorstellen. Ja, auch hier Astaxanthin sehr, sehr schlecht bioverfügbar. Deshalb natürlich meine Empfehlung auch immer das Liposomale, ja, aber es ist einfach nur das, viele sagen so, ja, der und der will doch nur verkaufen und so weiter. Es muss doch irgendwo herkommen, verstehst du, was ich meine? Und ich mache nichts anderes hier, als es zu zeigen, ja, dass es anscheinend auch eine Wirkung hat. Es ist sicherlich nicht der ausschlaggebende Punkt, ja, ich glaube, das ist eben halt auch meine Ernährung, mein Sport und so weiter, aber das ist auch hundertprozentig messbar einfach, ja. Und ich finde es einfach ein Unding, wie viele Menschen einfach sagen, nur um Reichweite zu bekommen, oh, ich bin jetzt der Kritiker, ja, ich bin jetzt auch der gute Bulle und der böse Bulle und damit ich auch noch sagen, Leute, oh ja, das ist doof und so weiter. Und das finde ich einfach ein Unding, weil einfach Reichweite genutzt wird, um die Gesundheit vieler Menschen zu negieren einfach, ja, weil diese Werte sind ganz klar messbar durch diese Supplements und ich finde es einfach ein Unding. Das ist nicht nur, weil ich Supplements selbst verkaufe auf vitasomal.de, sondern einfach nur, auch wenn ich es nicht machen würde, würde ich dir ganz klar sagen, das ist nicht korrekt, was betrieben wird, ja, weil das ist definitiv messbar, solche Sachen, ja. Also, Leute, machen wir weiter. Nächster Faktor ist, ob Entzündungen im Körper sind, ja, das heißt Leukozyten. Ja, sind für mich sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich gucke natürlich, wie weit hat der Körper zu kämpfen mit seiner Immunantwort. Ist die sehr, sehr hoch? Hat der Körper sehr viel Stress gerade mit ungünstigen Pathogenen? Kommt er nicht zurecht? Ist dieser Wert sehr, sehr niedrig? Hat der Körper nichts zu tun? Mein Wert ist 4,4. Der Körper hat fast keine Entzündungen, keine Probleme, keine Nekrose, keine sterbenden Zellen. Von wegen auch Autoimmunkrankheit ist genau das Gleiche. Ne? Sterben körpereigene Zellen ständig müssen entsorgt werden, Nekrose passiert oder Apoptose passiert, ja. Dann werden Interleukine frei, ja, IL-1, IL-6, Alpha-Nekrose-Faktoren, das wieder als Entzündungsmarkator, die weißen Blutkörperchen gehen hoch. Habe ich alles nicht, das ist ein Dienst dafür, ob der Körper funktioniert einfach, ja, ob die Immunantwort funktioniert und ob du eine starke Immunantwort dementsprechend hast, die nicht großartig überfordert ist, ja. Wenn das Herz ständig schnell schlagen muss, viel, 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 dann kommt dein Herz nicht nach, ja, ist dein Herz, dein Puls sehr, sehr niedrig. Es ist alles cool und die geringe Pumpleistung reicht bereits aus, weil das Herz so stark ist, um alles zu versorgen. Genau das gleiche mit dem weißen Blutkörperchen. Ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ja. Dazu gibt es auch ebenfalls eine Studie, ja, da wurden alle Nationen so gesehen wieder getestet, in einer Metastudie wurde verglichen. Und auch hier sehen wir, wo habe ich das denn? Und auch hier sehen wir, ich weiß jetzt gerade hier, bin gerade hier völlig abgedriftet. Ist egal, ich kann es glaube ich aus dem Kopf. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass das Risiko extrem nach unten gegangen ist. Ja? Sehen wir in der Studie. Bei der Messung der weißen Blutkörperchen. Das heißt, je niedriger diese waren, desto ganz klar signifikant verringertes kardiovaskuläres Risiko hatten diese Nationen. Ja? Das ist ganz klar schwarz auf weiß. Das ist nicht irgendwie, was ich mich ausdenke oder sowas. Was völlig logisch ist. Ja? Desto weniger Entzündungen sind da, desto weniger Narkose findet statt, Zellsterben und so weiter in den Arterien natürlich auch, in den Herzkranzgefäßen und so weiter. Ja? Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für deine Gesundheit, ja? Wie dein Körper funktioniert. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch der Leberwert. Ja? So, und zwar, wie weit du mit Giften zu tun hast, mit wie weit dein Körper gut entgiften kann. Ja? Das heißt, führst du mehr Gifte zu dir, als du wieder ausscheiden kannst. Ja? Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Faktor einfach. Ja? Und da sieht man zum Beispiel auch AST und ALT, das sind beide Werte, die sind bei mir relativ im Normbereich, eher drunter halt. Ja? Und das ist ein ganz, ganz guter Faktor, weil das zeigt, das sind auch immer Werte, die nur bis zeigen. Das heißt, zu niedrig geht eigentlich gar nicht, weil klar, je weniger Leberzellen sterben, das ist ein Faktor, wie viele Leberzellen gesterben sind, wie viel Leberstress du hast, ja, desto besser, wenn du null hast, natürlich perfekt. Ja? Das heißt, je niedriger dieser Wert, desto besser. Wenn du Werte hast, die nur bis gehen und die niedrig hast, das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja? Des Weiteren ist auch ebenfalls ein Zeichen, Gamma-GT-Wert ist ebenfalls ein Leberwert, der ist bei mir auch sehr, sehr niedrig. Der ist für Leber und für Galle zuständig und so weiter. Aber was viele vielleicht nicht wissen, das ist nicht nur für die Leber, sondern für alle anderen Organe, auch Bauchspeicheldrüse und so weiter und so fort. Ja, Lunge. Und das ist ebenfalls ein Marker, was viele ganz, ganz nicht wissen, was auch vor kurzem übrigens im Ärzteblatt geschrieben worden ist, ja, oder entdeckt worden ist, dass es ein Marker für oxidativen Stress ist. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor einfach, wenn der sehr, sehr niedrig ist, hat dein Körper sehr wenig oxidativen Stress zu tun. Das heißt, deine Ernährung ist oxidativ, antioxidativ genug halt, ja, um dem Stand zu halten, ja, wenn du mehr Sport machst, hast du viel mehr oxidativen Stress, wenn du viel mehr Radikale isst, ja, durch gekochte, frittierte Nahrung, eher frittierte Nahrung, sehr hoch erhitzte Nahrung und so weiter, da musst du gegenpuffern, wenn deine Ernährung das alles zu
klarstellt, ja, das heißt durch Antioxidantien natürlich auch, OPC, Astaxanthin, Grünzeug und so weiter halt, ja, ihr wisst, was ich meine, ja, das ist ein guter Faktor meiner Meinung nach, ob der Körper im Balance ist, ja, und damit völlig entlastet ist, ja, und keine DNA-Schäden entstehen, ja. Das ist für mich ebenfalls ein sehr wichtiger Faktor, ja. Des Weiteren habe ich ein Experiment gemacht. Also, ich habe, auf keinen Fall nachmachen, ja, ich habe circa etwas mehr als 1000 Kalorien nur gegessen über einen gewissen Zeitraum. Dann habe ich diesen Test gemacht, weil ich wollte testen, also, wie gerade Kalzium und Eisen und so weiter sich verhält, ja. Und ich habe es geschafft, ich habe vorher 600 Gramm Fleisch gegessen, habe ich substituiert durch 600 Gramm Grünzeug. Und ich habe es geschafft, einen zu hohen Eisenwert sogar zu schaffen. Man sagt immer, oh, zweiwertiges, dreiwertiges Ei, das Pflanzliche ist doch gar nicht so. Hier, habe ich ganz klar bewiesen, ich habe sogar zu hohe Eisenwerte, nur durch 600 Gramm Grünzeug am Tag. Ja, es ist völlig rohes, natürlich rohes, ja, bioverfügbar. Man muss gucken, wie man es natürlich zubereitet, ja. Zum Beispiel vakuumisiert mixen zum Beispiel, dass nichts verloren geht, ja. Oder halt auch entsaften, ja, einen Angel Juicer schön langsam entsaften. Dann kann man das sehr wohl aufnehmen. Das habe ich niemals mit 600 Gramm Fleisch erreicht. Und das wollte ich für mich einfach wissen. Jetzt habe ich euch einfach daran partizipieren lassen, euch einmal zu zeigen. Aber das war ein Experiment einfach für mich, ja. Viele Leute sagen mich, oh Gott, wie kannst du nur 1000 Kalorien essen und so weiter. Ich empfehle das hier überhaupt gar nicht, gar keinem mehr, ne? Und ich finde es einfach ein Unding, dass so viele Menschen, auch dünne Mädchen und so weiter, über 3000 Kalorien essen, darauf stolz sind, High Carb. Das ist einfach nur ein Indiz dafür, wie uneffizient ihre Darmflora arbeitet, ja. Wenn du so viel Kalorien brauchst, alles klar. Ich mache dazu auch nochmal ein separates Video, überleg dir doch einfach mal, wie ein Gorilla, ja, der 2.000 bis 3.000 Kalorien isst und ungefähr 40 Mal so stark ist wie dieses Mädchen. Ja, das musst du dir doch einfach mal vorstellen, dass da anscheinend irgendetwas nicht richtig sein kann mit dieser Ernährungspropaganda, wie sie momentan geführt wird. Ja. Ich werde das aber alles noch aufdecken. Ja. So, des Weiteren noch wie gesagt, ich kann auch gerne zeigen, ich bin sicherlich nicht unterernährt oder sonst was. Ja. Trotz ich so wenig Kalorien esse, ich habe einfach nur eine sehr effiziente Darmflora, eine Armee für mich aufgebaut. Ja. Ich bin ganz normal, ja. Also ihr seht, ich habe ganz normal Muskulatur, ja. Ja, morgen früh, ich bin nicht irgendwie, ja, ihr seht, ich bin ganz normal trainiert, ich habe ganz normal Muskulatur, das schaffe ich auch mit so wenig Kalorien, 5-mal die Woche, man muss nur wissen, genau wie man es macht, ja. Deshalb auf keinen Fall nachmachen, nur mal so am Rande, ja. Das war's von mir, ja, ich hoffe mal, ich konnte so ein bisschen aufräumen damit und mal die Hose runterlassen, einfach mal und mal zeigen, so, hey, ich weiß schon ganz genau, was ich da tue und was ich sage und so weiter, ja, also bitte. Vielleicht nochmal ganz kurz am Ende, was eigentlich für mich völlig unwichtig ist, mein Vitamin-D-Wert, weil viele danach bestimmt fragen würden, hier blende ich mich jetzt ein. Ich weiß gar nicht genau, wie hoch der jetzt ist, weil für mich sagt dieser Wert nichts aus, er sagt quasi nur aus, wie viel Vitamin D an DBD-Protein gebunden ist, weil was schon durch deine Leber gelaufen ist, was überhaupt gar nicht mehr für deine Zellen zuständig ist und in deine Zellen rein diffundieren kann, weil du brauchst immer frisches Kohlekalciferol. Jeden Tag habe ich ebenfalls schon zweimal in meinen Videos einmal beschrieben, weil ich musste auch dort ganz klar gegen Pseudowissenschaft kämpfen, um es einfach mir klarzustellen, was viele überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, dass die ganzen Vitamin-D-Tests meiner Meinung nach noch zu ineffizient sind und nicht suffizient sind einfach für eine richtige Gewährleistung über die zelluläre Sättigung von Vitamin D. Das gibt es anscheinend noch nicht. Und ich hoffe, da kommt auch irgendwann mal bald, dass man wirklich intrazellulär das Ganze bestimmen kann, viel, viel besser, weil das ist der entscheidendste Punkt, einfach der autokrine Weg bei der Vitamin-D-Erstellung. Von daher ist dieser Bluttest für mich überhaupt nicht aussagekräftig. Viele werden sagen, oh Gott, wie kann er das überhaupt nur sagen? Das ist meine Meinung, okay? Bleib ruhig im Schlüpper. Ich kann erzählen, was für meine Meinung das Wichtigste ist, ja? Was du machst, ist mir völlig egal. Mir geht es sehr, sehr gut und das ist das Allerwichtigste und das ist für mich immer das größte Indiz halt eben für. Und das sind irgendwelche Zahlen, die für irgendwelche Westdeutschen gemacht worden sind, diese Bluttests. Mir geht es auf jeden Fall blendend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben natürlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr, sehr freuen, auf vitasomal.de zu sehen, mein Shop für liposomale Vitamine mit höherer Bioverfügbarkeit. Würde mich super freuen, da zu sehen. Davon leben wir natürlich auch. Und dafür stellen wir euch die kostenlosen Inhalte hier zur Verfügung. Dankeschön fürs Zusehen. 20 Minuten, alles klar, Patrick, das war viel zu lang. Bis zum nächsten Mal. Ciao.